Der Nationalstaat und die Nation werden derzeit wieder vermehrt beschworen. Was bedeutet das allerdings für Europa? Und wie ist das? Und was ist eigentlich die Nation? Wie entsteht sie? Wozu brauche ich sie als Individuum eigentlich? Diese Fragen stellt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot in ihrem Essay Was ist die Nation? In dem sie versucht, die Begriffe Nation und Europa zueinander in Verbindung zu setzen und aufeinander zu beziehen und die genannten Fragen an Geschichte, Politik und Gesellschaft, die sie an die drei Bereiche gestellt hat, zu beantworten. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Kurz zu Ulrike Guerot an sich. Ich hatte ja schon mal ein Buch von ihr besprochen, nämlich Warum Europa eine Republik werden muss. Das findet ihr nochmal irgendwo hier oben verlinkt und auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung. Ja, kurz zu Ulrike Guerot, wie gesagt, sie wurde 1964 geboren, ist, wie schon erwähnt, Politikwissenschaftlerin, Gründerin und Direktorin des European Democracy Labs an der European School of Governance, EUSG, in Berlin und ist seit Frühjahr 2016 Professorin und Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems in Österreich. Sie hat 20 Jahre lang in Thinktanks in Paris, Brüssel, London, Washington und Berlin zu Fragen der europäischen Integration in Europa, aber auch zur Rolle Europas und zur Integration Europas in der Welt geforscht und kennt EU-Europa, seine Institutionen, aber auch seine Stärken und Schwächen wie kaum ein anderer oder wie kaum eine andere. Komme ich jetzt einmal kurz zum Inhalt ihres Essays. Was ist die Nation? Eckpunkte des Essays sind Europa, das Soziale und die Nation, wie es ja auch in dem der Titel heißt, Was ist die Nation? Und sie versucht, wie schon erwähnt, die Begriffe Europa und Nation in einen engeren Zusammenhang zu stellen und betrachtet den Begriff aus der Nation aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit Rückgriff auf die verschiedensten Definitionen und Theorien und versucht sie zu betrachten mit einer doppelten Fragestellung. Können die heutigen Nationen, wie wir sie kennen, als Nationen überhaupt bezeichnet werden? Und wie passen diese und passen diese überhaupt auf das heutige Europa? Die zentrale These des Essays lautet, dass das Post-Krisen-Europa eine Verschmelzung bzw. eine Verklammerung von einer Rechtstriade der europäischen Bürger zu gleichen Bedingungen ringt. Diese Rechtstriade besteht dabei aus sozialen, bürgerlichen und politischen Rechten. Und eine zentrale Frage des Essays, die sich wie ein roter Faden durch dieses Essay zieht, ist, wie kann Europa unter welchen Voraussetzungen Republik bzw. Nation werden? Also alles mit Blick auf Europa wird hier versucht. Gut, ist ja auch klar. Und das Soziale, also zum Beispiel Rentensysteme, Sozialsysteme, Sozialleistungen etc., aber auch Versicherungssysteme, sind für Guerot das zentrale Element und die zentrale Voraussetzung, dass Europa eine Republik, / Nation werden kann. Und sagt da, wogegen sich die Politik noch wehrt, nämlich auch die Sozialsysteme zu europäisieren, wünschen sich eine Mehrheit der Bürger. Ich habe jetzt gerade keine konkreten Zahlen, das ist mir gerade entfallen, hatte ich mir jetzt nicht hier aufgeschrieben. Aber ich glaube, über 60-70% der Bürger, habe ich jetzt noch ganz grob, würden sich eine weitere Europäisierung der Sozialsysteme wünschen. Und die Wirtschaft selber käme da gerade auch auf den Trichter, das mehr zu europäisieren. Bloß die Politik sperre sich dagegen aufgrund nationaler Egoismen. So hatte ich es zumindest rausgelesen. Und in ihrem Fazit kommt
Guerrero zu dem Schluss, das ist keine eindeutige Antwort auf den Titel des Essays, Was ist die Nation, geben möglich ist aus ihrer Sicht, und sagt selber, dass es keine europäische Republik geben wird, da die von Nationalisten bekämpfte Überwindung der Nationalstaaten zugunsten eines geeinten Europas nicht stattfinden werde. Da das Nationale den Prozess der europäischen Einigung nicht überleben wird und genau Ziel dieses Buch sei es hauptsächlich gewesen, Ziel dieses Essays sei es gewesen, einen Anstoß zum Nachdenken oder einen Versuch zum Nachdenken zu geben, wie der Staat, die Republik und das Gemeinwohl in die digitale und beziehungsweise die globale, moderne Uni rausgelesen. So, komme ich jetzt einmal kurz zum Fazit. Das Buch ist ein sehr spannendes Buch, das zum Nachdenken anregt, das einen das viele Gedankenanstöße gibt und versucht sich halt dieser Frage, wie lassen sich Europa und der Begriff Nation zusammenbringen. Und zeigt, wie eine europäische Nation ausgestaltet werden könnte, auch mit sehr konkreten Vorschlägen, zum Beispiel der Europäisierung der Sozialsysteme, aber auch einer zum Beispiel eines europäischen Passes. Jan Böhmermann hatte das ja, glaube ich, schon mal irgendwie ein Bild gepostet, das kommt hier auch in dem Buch vor. Und ja, es zeigt einfach, wie man eine europäische Republik, eine europäische Nation ausbilden könnte mit konkreten Vorschlägen, die da zeitweise durchkommen. Es zeigt auch, in dem Buch sind, finde ich, sind auch interessante, spannende Überlegungen, wie die Begriffe halt Nation und Europa in Verbindung gebracht werden können. Genau, das hatte ich ja gerade, glaube ich, auch schon durchklingen lassen. Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Start ins Wochenende und sage Tschüss, bis dahin, haut rein und ja, wir sehen uns in demnächst wieder. Also, haut rein, bis dahin.